Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich grüße Sie ganz herzlich hier aus der Friedenskirchengemeinde. Ich grüße Sie, wo auch immer Sie diesen Gottesdienst jetzt mit uns feiern. Die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, Menschen vor Infektion, vor Erkrankung, vor Leiden und Tod zu schützen, das macht es notwendig, dass wir uns nicht in unseren Kirchen versammeln. Und doch wissen wir uns in diesem Moment verbunden, in dem Gott, von dem es heißt, dass er Bund und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Es mag uns ganz komisch vorkommen, heute nicht hier oder sonst in unseren Kirchen miteinander zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern. Mit der Sehnsucht nach dem Gottesdienstbesuch vor Ort verbindet sich gewiss auch die Sehnsucht nach Normalität. Aber die gibt es nicht. Und wann es wieder so weit sein wird, niemand weiß es zum jetzigen Zeitpunkt vorauszusagen. Es wird ein langer Weg. Vielleicht passt es in diese Situation, Worte aus einem alten Pilgerlied zu hören. Der Psalm 84 erzählt von Sehnsucht, weiten Wegen und einem Ankommen am Ort des Heils. Wir hören Worte aus dem 84. Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen und die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, ganz langsam kommt es bei uns an. Nichts ist mehr so, wie es war. Geschäfte geschlossen, Restaurants und Cafés. Rituale des Alltags tragen nicht mehr. Kein Handschlag, die herzliche Umarmung, der Kuss. Und in all dem und schlimmer, wir müssen einander fernbleiben. Dich bitten wir in dieser fremden Zeit, dass du uns Kraft schenkst, Liebe und Besonnenheit. Bitten dich, dass wir das Glück erfahren dürfen, im Herzen einander nahe zu sein, auch wenn wir körperlich in Distanz leben. Bitten dich, um die Freude im Glauben getröstet zu sein, in allem, was kommen mag. Amen.
Dieser vierte Sonntag in der Passionszeit trägt den Namen Letare, freut euch. Freut euch, das ist der Anfang der Verheißung aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, Vers 10, die für den heutigen Tag Predigttext ist. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Wir hören den Choral »In dir ist Freude in allem Leide« im Gesangbuch, die Nummer 398. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Liebe Gemeinde, das Bild ist eingängig. Schnell stellt es sich ein. Das Kind läuft, die Arme in die Luft, das Jauchzen auf den Lippen, kurzes Glück. Es stolpert, fällt heraus aus seiner Freude, geschürft, das Knie aufgeschlagen, die Stirn blutig, die Lippe. Die Mutter, die herbeieilt, das Kind aus dem Dreck hebt, es auf den Schoß nimmt, ans Herz drückt. Es ist nichts passiert, alles gar nicht so schlimm, das heilt wieder. Ihre Worte? Genau genommen nur Vertröstungen, manches gut gemeinte Lügen sogar. Es ist wohl kaum das, was sie sagt, imstande zu trösten, aber dass sie da ist, spürbar nahe. Ihre Wärme, der sanfte Klang der Stimme, dass sie da ist, lässt das Kind ahnen, dass mit seinem Fall die Welt nicht untergeht. Es weiß sich gehalten und darin getröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Es ist wohl eines der berührendsten Bilder der Bibel,
die die Bibel uns von Gott vor Augen stellt, Gott als die tröstende Mutter. Kaum ein Abschnitt der Bibel zeichnet das Bild Gottes so feminin, so weiblich, nicht der weise Vater, der seinem Sohn gute Ratschläge gibt, sondern die Gebärende, die Säugende, die Nährende und Tröstende Mutter. Dabei kein unpolitisches oder machtloses Gottesbild, denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Der Prophet spricht in politisch desolate Verhältnisse eine machtvolle Verheißung. Gott wird dem zerschlagenen und geschundenen Volk eine neue Zukunft schaffen, eine in Frieden und mit Gerechtigkeit. Wird sie schaffen, nicht mit Heer und Schwert, sondern mit seiner lebensspendenden Macht, nicht indem er tötet, sondern indem er tröstet. Darum das Bild der Mutter, die uns auf den Schoß nimmt und tröstet: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Welt heute. Wir sind gelaufen und gerannt, haben gelebt, als wäre es ein Kinderspiel. Es war naiv zu meinen, unser Glück oder wenigstens unser Leben sei unbeschwert und leicht, weil heute so auch morgen und noch lange Zeit. Und dann lässt uns ein kleines heimtückisches Virus straucheln und fallen, aus vollem Lauf und ungebremst. Plötzlich geht nichts mehr so, wie es ging. Geschäfte geschlossen, Restaurants und Kneipen, Kultur und Kunst und Kino und Kirchen. Wir müssen auf Distanz gehen, Menschen meiden, Väter und Mütter, Kinder und Enkel. Rituale, die uns Sicherheit gaben, bleiben ungeübt. Wie begrüßen wir einander? Wie und wo reden wir? Treffen wir uns? Tagen wir und planen? Das Virus lässt uns aus dem Gewohnten und Sicheren herausfallen. Der Sturz reißt Wunden in die glatte Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft. Wenn wir jetzt die Schlangen vor den Jobcentern sehen, wird deutlich, wie viel prekäre Arbeitsverhältnisse es in unserem Land gibt. Wenn wir hören, dass Desinfektionsmittel gestohlen und ums Klopapier gekämpft wird, erschrecken wir über den Egoismus, der Menschen antreibt. Wenn wir trotz Warnungen und Appellen aus dem Mund von Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst, dann doch von Corona-Partys und Rudeltreffen hören, werden wir gewahr, wie viel Rücksichtslosigkeit unter uns gelebt wird. Keine Frage, wir sind aus dem Lauf gefallen, desillusioniert und hart aufgeschlagen in der Wirklichkeit der Welt. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn wir jetzt ankommen, die Hände recken und strecken und sehnen nach Trost, dann könnte es sein, dass wir uns erst einmal hinten anstellen müssen. Anstellen müssen hinter das Leid derer, die schon längst gefallen sind, die nie so haben leben dürfen wie wir in der Zeit, die nun vergangen scheint. Es wäre nicht das Schlechteste, wenn uns diese Krise einmal dafür sensibilisieren würde, dass die Welt, in der die meisten von uns leben dürfen, kaum unser Verdienst und gewiss nicht unser Besitz ist. Und dass sich das Elend und die Not in einer globalisierten Welt nicht verbannen lassen in ferne Länder und abhalten lassen durch Grenzen und Zäune. Es wäre nicht das Schlechteste, würden wir gewahr, dass wir Menschenkinder, Kinder derselben Mutter sind, verschieden gewiss, und doch Kinder Gottes, die sich gemeinsam sehnen nach Trost und Halt, wo immer eine oder einer von uns fällt. Hoffen auf den Gott, der sagt: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Trösten? Trösten ist Dasein. Dasein, wo einer fällt und im Dreck liegt, Wund an Leib und Seele. Dasein.
ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Darum ist der 23. Psalm zum Trostpsalm geworden, weil er von der Nähe Gottes spricht, auch in der Erfahrung von Finsternis, in der Erfahrung des Bösen und des Leides. Und darum ist es auch gut, in dieser Passionszeit an diesem Sonntag an die Freude erinnert zu werden. Freut euch mit Jerusalem, denn Gott will euch trösten. Trösten ist Dasein. In den Arm und auf den Schoß nehmen, an die Brust drücken und streicheln. Ja, aber jetzt? Jetzt ist es singen und Kerzen anzünden, Briefe schreiben und telefonieren, einkaufen gehen und Blumen schicken. Wenn es in diesen Tagen einen Auftrag für uns als Kirche gibt, dann ist es der, den tröstenden Gott zu repräsentieren, indem wir Menschen seine Nähe, seine Zuwendung spüren lassen. Menschen die Erfahrung machen lassen, dass Gott ihnen nahe ist, sie aufrichtet und hält und tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Wir hören den Choral Jesu, meine Freude im Gesangbuch, die Nummer 396. In vielen Gottesdiensten erfolgt an dieser Stelle die Ansage der Kollekte und dann geht anschließend der Klingelbeutel herum. Auch an diesem Sonntag wird es eine Kollekte geben, die in der Evangelischen Kirche im Rheinland bestimmt ist für den Dienst der Kirche an Schulen und Hochschulen. Die Evangelische Kirche im Rheinland ist Trägerin mehrerer weiterführender Schulen und auch einer Schule für Zirkuskinder. Und die wollen einen Schwerpunkt, und das passt ganz gut in diese Zeit, auf die Digitalisierung und den Umgang mit neuen Medien setzen. Und dann sind es die evangelischen Studierendengemeinden, die an den Hochschulen Gemeinde für Zeit sind, wo junge Menschen am Studienort Kirche erleben können. Es geht kein Klingelbeutel rum, aber sie haben die Möglichkeit einer Online-Kollekte. Den Link dazu und wie das geht, finden Sie bei uns auf der Webseite abgedruckt.
Wir beten. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir bitten voller Vertrauen für alle Menschen, die in der augenblicklichen Krise verunsichert und voller Angst sind, um ihre Gesundheit, um das Leben geliebter Menschen, um ihre wirtschaftliche Existenz. Schenke uns allen Mut und Besonnenheit. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir bitten voller Vertrauen für alle Menschen, die in diesen Tagen alles tun, anderen zu helfen. Für Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, für alle, die forschen, um das Virus zu bekämpfen. Für alle, die tätig sind, unser tägliches Leben sicherzustellen. Schenke ihnen Kraft für ihren Dienst. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir bitten voller Vertrauen für alle Menschen, die zurzeit Verantwortung tragen in unserem Land, die nach den richtigen Maßnahmen suchen, die Corona-Krise einzudämpfen. Denn schenke ihnen Weisheit und deinen Geist. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir bitten voller Vertrauen für alle Menschen, die wir im Augenblick unserer eigenen Krise aus den Augen verlieren, weil ihre Not schon so lange dauert. Für die Menschen in den Kriegs- und Konfliktgebieten dieser Welt. Für die Menschen in den Elendsregionen. Für alle, die auf der Flucht sind. Schenke ihnen die Zukunft, auf die sie schon so lange warten. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir bitten voller Vertrauen für die Presbyterinnen und Presbyter, die in den kommenden Tagen in ihr Amt eingeführt werden. Stärke sie mit deinem Segen für ihren Dienst in der Leitung unserer Kirche, gerade in dieser schweren Zeit. Jesus Christus, wir zünden eine Kerze an und wollen an deine Gegenwart glauben. Wir danken dir für den Dienst der ausscheidenden Presbyterinnen und Presbyter, die viele Jahre Verantwortung übernommen und Gemeinde gestaltet haben. Wir danken dir für den Dienst all der anderen Mitarbeitenden in unseren Gemeinden, die auch in dieser Zeit versuchen, dein Wort als Kraft und Trostquelle und Weisung zu den Menschen zu bringen. Stärke sie mit deinem Segen. Gemeinsam beten wir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, geht hin. Heute sage ich, bleibt zu Hause. Aber stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, seht, da ist euer Gott, er kommt, um euch zu helfen. So geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.